From the river to the sea, Palestine will be free. Mit diesem Satz wird die Freiheit von der gegenwärtigen Realität des Siedlerkolonialismus, der Besatzung und der Apartheid zugunsten gleicher Menschenrechte und Freiheit für alle im historischen Palästina gefordert. Der Satz ist ein Aufschrei für Freiheit der Palästinenser, die unter einem Apartheid-Regime in der Westbank leben, Freiheit der Palästinenser, die in Gaza gerade ermordet werden, Freiheit der Palästinenser, die israelische Staatsbürger sind und die in allen Bereichen ihres Lebens unterdrückt und diskriminiert werden. Und auch Freiheit der jüdischen Israelis, den Menschen, die andere Menschen unterdrücken, sind nicht frei, bis sie aufhören zu unterdrücken. Rücknahme dieses Erlasses zu From the River to the Sea, Palestine will be free. Das ist eine legitime Forderung. Und es ist nicht unsere Pflicht, dass wir nachweisen, dass wir friedliebende Menschen sind. Es ist ihre Pflicht, darauf zu schauen, dass wir unser Recht auf Meinungsfreiheit in Anspruch nehmen können. Denn wir sind eigentlich die, die den Frieden schützen, während unsere Regierung und auch die Regierung, in der die Justizministerin sitzt, sich auf die Seite eines Völkermordes stellen, auf die Seite von Kriminalisierung stellen, mit hunderten Anzeigen, gegen Minderjährige sogar. Das ist nicht hinnehmbar. Sie befinden sich auf einem Privatgrund. Sie befinden sich hier auf einem Privatgrund. Die ist nicht angemeldet. Hier ist sie nicht angemeldet. Die Polizei ist ja unterwegs. Alle meine Mandanten, die bis jetzt hier in Strafverfahren nach 282 involviert waren und auch andere Strafverfahren, habe ich alle zum Einstellen gebracht. Das heißt, auch das Justizministerium weiß, dass die Anweisung ein Schwachsinn ist. Ich bin selbst Betroffener und gemeinsam mit zwei anderen palästinosolidarischen und menschenrechts-demokratiesolidarischen Menschen, mit Dalia Sarik und Walter Höller, haben wir uns entschlossen, diese Kriminalisierung, diese strafrechtliche Verfolgung nicht unwidersprochen hinzunehmen. Das alles zusammen muss uns eigentlich extrem besorgt machen über unseren Rechtsstaat. Und was mein Vorredner Martin gesagt hat, dass wir eigentlich hier ein bisschen den Verfassungsschutz darstellen. Nämlich den Verfassungsschutz in seiner Form, so wie ich ihn gelernt habe, auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention in unserem Verfassungsrang, dass wir einfach bei solchen Entwicklungen nicht wegschauen, dass wir unsere Stimme erheben. Und ich freue mich sehr, dass ich heute da bin und dass Sie heute da sind. Frau Minister Zadic, hören Sie endlich auf, palästinensolidarische Menschen unter Generalverdacht zu stellen. Setzen Sie sich für die Erhaltung der Grundrechte und der Versammlungsfreiheit ein. Schande über die jetzige Regierung, Schande über die ÖVP und Schande leider auch über die Grünen, die nichts zum Völkermord sagen, obwohl sie könnten.